wir kommen heute mit der Veranstaltungsreihe Neue Perspektiven am Arbeitsmarkt hier zusammen, um uns auszutauschen, gemeinsam auszutauschen über die Möglichkeiten der Fachkräftesicherung. Es geht um die Chemie- und Pharmaindustrie. Das sind die Industrien bei uns in Rheinland-Pfalz, die die umsatzstärksten Branchen sind. 69.000 Arbeitsplätze werden durch diese beiden Industrien gesichert. Und trotz dieser hohen Beschäftigungszahl ist der Wettbewerb um die Fachkräfte in vollem Gange. Die Herausforderung, vor der wir stehen, Frau Köhl hat es vorhin schon angedeutet, ist das Thema Fachkräftesicherung. Und im Grunde nach gibt es zwei Treiber, die uns hier beschäftigen. Das ist einmal der steigende Bedarf, eine erfreuliche Beobachtung in Unternehmen und Institutionen. Andererseits aber auch der demografische Wandel, der dazu führt, dass immer weniger Arbeitskräfte auf dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, so erfreulich es ist, dass die Chemiebranche in Sachen Demografie und Fachkräftesicherung derart aktiv ist, ist auch klar, dass sie alleine diese gesamtgesellschaftliche Herausforderung nicht bewältigen kann. Und eine wichtige Rolle spielt schließlich auch die Frage, wie sich rheinland-pfälzische Unternehmen im Wettbewerb um Fachkräfte als attraktive Arbeitgeber positionieren können. Wir brauchen eine stärkere Kupplung der schulischen, hochschulischen Ausbildung an die Bedürfnisse der Industrie. Wir stehen zwar gut da, aber es kommt darauf an, was für Weichenstellungen wir politisch machen. Um den Fachkräftebedarf in den nächsten Jahren zu sichern, hat die Landesregierung eine Fachkraftstrategie ins Leben gerufen, gemeinsam am ovalen Tisch der Ministerpräsidentin, wo wir mit vielen Partnerinnen und Partnern, mit den Gewerkschaften, mit den Unternehmen, mit der Bundesagentur für Arbeit, Ziele erarbeiten, Strategien erarbeiten, ganz konkrete Maßnahmen, wie der Fachkräftebedarf künftig gedeckt werden kann. Dazu gibt es verschiedene Handlungsfelder und mittlerweile 216 Einzelmaßnahmen, die wir in einem jährlichen Monitoring kontrollieren, ob diese ihr Ziel erreicht haben. Und damit sind wir in Rheinland-Pfalz auf einem guten Weg. Wir gehen gezielt auch mit Hilfe der Agentur für Arbeit auf Menschen zu. Wir gehen an Schulen, wir machen Berufsorientierungsprogramme. Wir lassen Auszubildende in unsere Bildungszentren, um Berufe auszuprobieren, um sie mit Technik oder mit Berufswahl vertraut zu machen. Wir hätten sehr, sehr gerne noch mehr Frauen in diesen Berufen, denn gerade für sie ist das ein Sprungbrett auch zu besser bezahlter Tätigkeit. Und eins ist ganz deutlich geworden, wir sind in Rheinland-Pfalz sehr gut aufgestellt mit unserer Fachkräftestrategie, aber wir müssen alle zusammenarbeiten und strukturiert, organisiert aufeinander abstimmen, damit wir in Rheinland-Pfalz auch in Zukunft Fachkräfte sichern können und gute Arbeitsplätze für die Menschen in Rheinland-Pfalz zur Verfügung stellen können.